Im 70 Kilometer entfernten Millinocket werden inzwischen die Trucks gestartet. Gleich geht es ab in die Wälder. Sahne und Zucker, das ist für kleine Jungs. Aber Trucker brauchen das im Kaffee. Brian Nutting ist im CB-Funk als Bone Crusher bekannt und als erster unterwegs. Wir fahren von Millinocket die Golden rauf nach Tilos. Wir holen Holz ab. Das muss dann zu Dagwom Lumber in Dagwom, Quebec. Bone Crusher schläft jede Nacht nur rund 3 Stunden. Kurze Nächte, lange Tage. Manchmal verschwimmt das total. Wir fangen früh an, damit wir ganz früh im Wald sind und aufladen. Dann sind wir am Sägewerk, wenn es aufmacht. So schafft man mehr Ladungen pro Tag. Das Tolle an einer Holzfirma ist, dass man endlos Holz fällen kann. Aber man muss es zum Sägewerk bringen, um Geld zu sehen. Andrew hat mit dem Kran den Ladeplatz erreicht. Bone Crusher brettert noch mit 100 Sachen über die Schotterpisten. Er will endlich aufladen. Keine Pause. Du trittst aufs Gas und schaust nicht zurück. Morgens stehst du auf, abends gehst du schlafen. Ausschlafen kannst du dich auf dem Totenbett. Ich komme auf die Straße nach Tilos bei der Bickety Bridge, verstanden? Ja, ich bin am ersten Holzstapel auf der Trans-Canada. Du siehst meine Lichter. Kannst du schön zur Seite fahren? Ja, ich muss ganz auf die Seite. Hoffentlich ist da kein Graben und ich bleib stecken. Andrew ist am Montagmorgen zur Stelle. Den muss man nicht anrufen und fragen, ob er kommt. Er mag seine Arbeit und ist sehr gut. Er macht das mit Hingabe. Jetzt belade ich den großen Bone Crusher. Der Kran ist ein zentrales Werkzeug für die Pelletierleute. Hydraulische Stützarme sorgen dafür, dass er sicher steht, während er die schweren Stämme hochhieft. Der tonnenschwere Greifer hängt an einem 10 Meter langen Ausleger und hält das Holz mit einem Druck von 316 Kilo pro Quadratzentimeter. Man muss das vorsichtig machen, sonst fliegt alles hin und her. Wenn Andrews Kran in den hohen Stapel greift, wird es richtig gefährlich. Wir stehen direkt neben dem Kran, so nah wie möglich dran mit der Stoßstange. Er belädt uns über das Fahrerhaus weg. Da hofft man immer, dass nichts runterfällt und auf den Rungen landet.